Grüße. Hier muss man aufpassen, wo man hintritt. Hallo. Hallo. Was habt ihr denn hier? Herzlich willkommen. Unser Tornator Glow in the Dark. Eines der schärfsten und schnellsten und spannendsten Produkte, die wir hier bei Carrera RC haben. Um das Gerät so fahren zu können, brauche ich da lange, also Nein. bis ich das kann. Nein, weil das Sie geht ganz, das ganz schnell. Aus der Hüfte heraus. Also ich glaube, in einer Minute hat man heraus, wie das Gerät funktioniert, wie der Tornator zu fahren ist. Und dann schaut es schon ganz toll aus. Was mache ich damit in meiner Freizeit? Diese Tricks, die ich hier sehe. Und es ist halt für Jungs und Mädels, die halt gerne draußen mit ferngesteuerten Autos fahren. Richtig. Das ist ein Produkt für Indoor und Outdoor. Das heißt, ich habe innen drin genauso viel Spaß wie draußen. Draußen habe ich natürlich mehr Platz. Ja. Kann ich noch mehr Stunts machen, noch mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Und im Grunde genommen ist es ein sehr einfaches Prinzip. Ich steuere einmal die zwei linken Räder, dann die zwei rechten Räder. Wenn ich nach vor gebe, fahrt er vor. Wenn ich zurück schalte, fahrt er zurück. Und wenn ich versetzt dann die Knöpfe betätige, dann kommt es zu dieser unglaublichen Action. Also es geht in alle Achsenrichtungen. Also richtig. 360 genau. Grad. 360 Grad dreht sich selbst um die eigene Achse. Und man verwendet natürlich ein bisschen Geschwindigkeit und Fliehkraft, um dann diese ganzen Stunts zu machen. Glow in the Dark, also ich vermute es schon, aber was heißt es jetzt im Speziellen? Ja, der Tornator Glow in the Dark ist eine Weiterentwicklung. Ja. Wir hatten die letzten drei Jahre mit dem ersten Tornator einen Riesenerfolg und haben jetzt etwas mehr Licht hineingepackt. Das heißt, ich kann auch jetzt im Dunkeln über diese verschiedenen Neon-Effekte tolle Stunts machen und schaut natürlich auch sehr gut aus, wenn man das dann einmal am Smartphone abfilmt. Ja, das glaube ich.